Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hannes und ich bin eine Woche segeln und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Jeden Tag so ein bisschen was und bin selber gespannt, was passiert. Ich kenne die Route nicht genau. Wir müssen uns dann natürlich auch nach dem Wind richten. Und gestern ging es los von Warnemünde aus. Da haben wir das Boot in Empfang genommen und sind dann einfach mal los Richtung Dänemark. Wir hatten schon ein Ziel. Anfangs hatten wir noch sehr, sehr wenig Wind. Das heißt, wir konnten die Zeit nutzen und nochmal eine Runde schwimmen gehen. Mitten in der Ostsee, umgeben nur von Wasser. Jonas, macht's dir Spaß? Ja, und wir? Ja, es ist voll schön! Ja? Das war schon sehr, sehr cool und hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist, wenn da nur Wasser ist und das Boot so langsam davonzieht und man mit eigener Schwimmkraft gar nicht mehr hinterherkommt. Aber dafür hat man die Leine rausgespannt, dass man sich da ganz entspannt dann zurückziehen kann. Also hat richtig gut funktioniert und war echt klasse. Dann nach einem wirklich langen Segeltag, fast 11 Stunden über 50 Seemeilen haben wir geschafft, sind wir hier in Klintholm angekommen und ihr habt gerade schon ein paar Drohnenaufnahmen davon gesehen. Richtig schönes Örtchen. Hier gibt es auch schöne Steilküsten, da schaffen wir es diesmal leider nicht hin. Da war ich schon ein anderes Mal. Kann ich sehr empfehlen, also falls ihr mal in der Gegend seid, Möns-Klint nennt sich das Ganze. Ich habe, glaube ich, leider keine Videoaufnahmen davon, sonst hätte ich die jetzt eingespielt. Aber für uns geht es weiter, in knapp einer Stunde geht es los und ich würde sagen, ich genieße hier noch so ein bisschen die wunderschöne Natur und Morgenstimmung hier am Wasser. Es ist einfach herrlich, da kommt langsam die Sonne hoch und dann gibt es Frühstück wahrscheinlich unterwegs. Aber ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Schon wieder sehr, sehr früh. Ich bin gerade am Zähneputzen und wir sind in Skanör gelandet, in Schweden. Da sind wir gestern angekommen. Bevor ich euch aber vom gestrigen Segeltag erzähle und was wir so gemacht haben, würde ich sagen, schicke ich nochmal die Drohne in die Luft, damit ihr erstmal einen kleinen Überblick bekommt. Einfach eine fantastische Morgenstimmung, die Möwen kreischen und es ist einfach herrlich. Und ja, bevor ich euch jetzt wirklich vom gestrigen Segeltag erzähle, würde ich sagen, zeige ich euch noch mal ein paar schöne Aufnahmen hier von dieser Morgenstimmung in Skanör, weil das einfach traumhaft schön ist. Ich hoffe, ich konnte es gut einfangen, aber das finden wir jetzt einfach gemeinsam raus. Ich sitze jetzt vor einem dieser kleinen süßen Strandhäuschen, die hier überall entlang der Küste rumstehen. Also zumindest soweit man in die Richtung und soweit man in die andere Richtung schauen kann, stehen da echt viele von rum in allen verschiedenen Farben. Das hier fand ich jetzt besonders hübsch in so einem Himbeerfarben, würde ich mal sagen. Gibt es aber auch in Grün, Blau, Rot, Rosa, alle, für alle was dabei. Also kann sich jeder was aussuchen. Echt herrlich schön. Und dieser Strand, diese Aussicht, das blaue Meer könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Vielleicht kann ich euch das noch überblenden. Es ist traumhaft. Es ist so beruhigend, so wohltuend. Und ich bin so froh, dass es geklappt hat, dieses Jahr segeln zu gehen. Und
Übrigens, für alle Bulli-Fahrer hier in Skane gibt es auch einen schönen Stellplatz mit Tischen und so weiter. Gute Sanitäranlagen, ist direkt an den Hafen auch angeschlossen. Also da nutzt man quasi die gleiche Infrastruktur. Wenn ihr hier mal vorbeikommt, kann ich es sehr empfehlen, hier einfach mal eine Nacht zu übernachten. Kommen wir zum gestrigen Segeltag. Es ging los mit einem Frühstück an Bord im Hafen. Das ist eher ungewöhnlich für uns. Wir frühstücken auch gerne unterwegs. Allerdings waren die Windbedingungen so, dass wir gestern erstmal ein Stück gegen den Wind ansegeln mussten. Und das geht ja nicht so gut. Deswegen muss man immer so ein bisschen schräg fahren und kreuzen. Und da hat man dann etwas Schräglage. Und dann ist das mit dem Frühstücken nicht so angenehm. Deswegen Frühstück im Hafen, was wunderschön war. Danach hieß es dann Segel setzen und auf geht's. Just do it. Yeah, just do it. Yeah. Zu Beginn der Tour, wir sind an Mönsklint vorbeigefahren. Ich habe euch schon davon erzählt. Ich dachte, wir sehen es gar nicht mehr, weil wir nicht mit dem Fahrrad hingefahren sind. Aber wir sind direkt vor der Küste vorbeigefahren. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht. Der weitere Tag ist dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Jeder stand mal am Ruder. Dann ist noch was Kleines kaputt gegangen vorne. Der Bugkorb ist abgerissen, beziehungsweise hat sich eine Schraube gelöst. Ich habe das dann erstmal provisorisch repariert mit einem Seil. Da musste ich nach vorne auf den Bug. Und dann gab es auch eine schöne Welle, die mir entgegenkam. Ich bin also ein bisschen nass geworden. Aber ich mag sowas ja, ne? Muss ich ehrlich sagen. Und ja, was haben wir sonst gemacht? Ich habe ein bisschen gelesen im Buch, natürlich auch ein bisschen Handy. Wobei man das auf dem Boot sehr, sehr viel weniger macht, was ich auch total angenehm finde. Und deswegen lege ich es auch direkt mal weg. Aber ich wollte gerade noch mal die Daten von gestern nachschauen. Und zwar haben wir so um die 35 Seemeilen, glaube ich, gemacht. Und waren mit 6,1 Knoten auf jeden Fall ein Knoten schneller als am Vortag, und das macht auf so eine längere Distanz natürlich schon einiges aus. Ja, und dann sind wir hier in Skane gelandet und waren auch echt ein bisschen fertig. Also vor allem von der Hitze, die Sonne hat den ganzen Tag da runter gebrezelt und man ist ja da doch dann recht ungeschützt. Es gibt so ein paar kleine schattige Plätzchen auf dem Vordeck, da kann man sich mal hinlegen. Das ist dann schon deutlich angenehmer. Unter Deck war es sehr ungemütlich. Gestern irgendwie eine komische Welle. Ich glaube, ein Großteil der Mannschaft war auch so ein bisschen seekrank. Keiner musste irgendwie hier sich über die Reling lehnen und
Neptun füttern oder die Fische füttern. Also das ist zum Glück ausgeblieben, aber es war so ein bisschen, jeder hatte so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Dann sind wir aber hier in Skanör im wunderschönen Schweden gelandet und sind erstmal baden gegangen. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil wir hier einfach in der Hafeneinfahrt von so einem Ponton gesprungen sind und hatten einfach eine gute Zeit und es war nur herrlich. Wir sind dann gestern Abend noch mal in den Ort hier gelaufen, nach Skanör rein, und haben uns da erstmal eine kleine Pommes geholt, weil wir irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen haben. Keiner wollte so richtig ins Boot Innere, um was zu machen. Gab ein paar Kekse nur unterwegs und so. Also das ist auf der Strecke geblieben. Die Pommes taten dann gut, auch wenn die danach irgendwie echt schwer im Magen lagen. Keine Ahnung, was das war. Wir sind dann noch in den Supermarkt und haben uns noch schwedische Süßigkeiten gekauft. Alter, was geht hier ab? Die Möwen drehen durch. Einer hat gerade einen Fisch gefangen. Also wir haben uns noch Süßigkeiten gekauft, so ein bisschen schwedisches Gebäck, super lecker. Und Marabu-Schokolade ist ja persönlich meine Lieblingsschokolade. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir ein bisschen mehr gekauft, um die auch mit nach Hause zu nehmen. Den Abend haben wir dann hier ganz entspannt am Strand ausklingen lassen, haben noch ein bisschen Steine geflitscht und Jonas, Vanja und ich sind dann auch noch mal baden gegangen. War am Anfang total kalt, aber dann so angenehm und einfach eine wunderschöne Stimmung. Und ja, das war der Tag für gestern. Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. Don't you worry, we're gonna find. Heute geht es jetzt weiter. Ich werde, glaube ich, gleich mal eine Runde schwimmen gehen, um in den Tag zu starten. Und dann stehen die anderen auch gleich auf, wahrscheinlich so um 7. Und gegen 8 wollen wir dann wieder losfahren. Vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Diesmal werden wir an Bord frühstücken. Aber was genau dann am heutigen Segeltag passiert, das erzähle ich euch morgen. Herrlich, ey. Oh, das war jetzt eine spontane Nummer. Ich habe gar kein Handtuch dabei. Deswegen würde ich sagen, ab zurück zum Boot. Oh, traumhaft. Ach ja, fast vergessen, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar und natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ist kostenlos. Was soll ich sagen, Leute? Es ist schon wieder wunderschön hier. Guckt mal, da hinten, da geht gerade die Sonne auf.
Aber ich bin wieder früh aufgestanden. Also Schlaf bekomme ich auf dieser Reise sehr, sehr wenig. Das ist auf jeden Fall klar, aber das macht auch nichts. Ich genieße hier gerade jede Sekunde und es ist so wohltuend. Ich kann es nicht anders sagen. Wir sind wieder zurück in Dänemark, in Præstø. Ihr habt schon den Drohnenflug gesehen, bestimmt, den ich jetzt gerade schon eingeblendet habe, um euch so einen kleinen Überblick immer zu geben, wo wir gerade sind. Und ja, jeder Ort hat irgendwie was Eigenes, was Besonderes, was ihn schön macht. Und ja, mein Favorit war bisher Schweden in Skanör, hieß es, glaube ich, ne? Ich bringe da schon alles durcheinander, aber war auf jeden Fall mein Favorit bisher. Richtig, richtig schön da, so von der Stimmung einfach, glaube ich, jetzt. Nicht unbedingt als Ort der schönste Ort, aber von der Stimmung, die da war. Und gestern die Überfahrt war auch richtig, richtig schön. Vielleicht der schönste Segeltag auf unserer Reise bisher. Und der startete mit einem spektakulären Frühstück, kann man vielleicht sagen. Wir hatten einen guten Wind den Tag über eigentlich, haben, ich glaube, 35 Meilen geschafft gestern mit einem Schnitt von 4,5 Knoten oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher, war aber ganz okay. Sind gut vorangekommen und waren schon recht früh dann hier in Præstø eben. Und unterwegs ist der Wind zwischendrin noch mal ein bisschen abgeflacht, was uns den Schnitt versaut hat. Aber nicht den Spaß, denn den hatten wir. Wir haben das Sub aufgepustet, aufgepumpt und hinten rausgehangen. Und es war traumhaft. Es war wirklich traumhaft. Aber seht selbst. Wiedersehen, die Zeit mit euch war wunderschön. Waghalsiges Manöver hier. Da, da, da. Wie ein Gentleman läuft er hier einfach. Jetzt wird's spannend. Aber da, wo er raufkommt, bei dem Speed, ja, ich weiß nicht, wo es ist. Er ist am Kämpfen, ne? Go, Pete, go! Und wir waren natürlich auch ein bisschen fleißig auf der Überfahrt hier runter und haben ein bisschen Knoten geübt. Also Lars, der ist zum ersten Mal dabei und der hat ein bisschen Knoten geübt. Den Kreuzknoten, den Palstay, glaube ich, vielleicht auch noch den Achterknoten. Falsch. 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 Schon wieder falsch. Yay!
was ich besonders schön fand, ich konnte ein bisschen lesen. Ich habe ein Buch dabei von Boris Herrmann, das ist ein deutscher Segler, der bei der Vendée Globe in unter 80 Tagen einmal um die Welt gesegelt ist, wie ein Verrückter. Und dazu gibt es ein Buch von ihm mit einem Co-Autor. Ich verlinke euch das auch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Ich kann es bisher sehr empfehlen, ich bin noch nicht durch, aber es war wunderschön auch. Und das dann auf dem Segelboot zu lesen, macht es nochmal ganz besonders. Leave it all behind, rewrite the story. Change the lines, leave it all behind. Rewrite the story, change the lines. Diese Morgensonne ist doch einfach wohltuend. Ich liebe es, so früh am Morgen wach zu sein und zu sehen, wie die Welt so langsam wach wird. Das ist einfach, sind immer die schönsten Momente des Tages, finde ich. Gestern Abend waren auch noch schöne Momente, als wir hier angekommen sind. Wir sind dann erstmal wieder baden gegangen, hier im Hafenbecken. Da wir direkt vor Kopf lagen, konnten wir da vom Boot ins Wasser springen. Das war auch nochmal erfrischend, weil es gestern dann doch sehr, sehr warm war. Das mag man vielleicht gar nicht glauben, aber auch hier in Dänemark kann es sehr warm werden. Ich weiß nicht, wie viel Grad es waren, aber es war kaum auszuhalten. Und deswegen haben wir dann auch noch ein bisschen früher gekocht, um früher Abend zu essen, um dann nochmal eine kleine Runde hier durch die Stadt zu drehen, und das war eigentlich auch ganz nett. Ja, auf jeden Fall ein süßes, süßes Örtchen hier, und da durfte es auch nicht fehlen, dass ich mir zum Abschluss noch ein kleines, kleines Eis geholt habe, das größer war, als ich es erwartet hätte. Ja, was ein Erlebnis. Wir saßen dann gestern noch nett zusammen, das war alles echt, echt schön. Ein rundum gelungener Tag, möchte ich sagen. Und dann startet er der nächste Tag direkt wieder mit so einem Morgen. Also was kann es Besseres geben? Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir hier erstmal einen Cut machen, beziehungsweise die Morgenstimmung, die ich hier erlebt habe. Ich glaube, die war noch nirgends, wo wir bisher waren, so schön. Und deswegen möchte ich euch erstmal noch ein paar Impressionen davon zeigen. Das ist einfach herrlich hier. Die Leute, die Einheimischen, gehen auf den Steg, gehen baden morgens. Und so ein Ruderclub, die packen langsam ihre Boote aus, fahren jetzt eine Runde hier in diesem wunderschönen Morgenlicht. Also was gibt's denn Besseres?
Ja, und das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache zwei Teile, beziehungsweise ob ich den zweiten Teil mache, weiß ich noch nicht genau. Wenn dann, da verlinke ich ihn hier oben. Und wenn dieses Video rauskommt, kommt das irgendwie ein oder zwei Tage später, der zweite Teil. Denn das ist so viel, was hier passiert, dass das gar nicht, also eine Woche passt da nicht in ein Video, finde ich. Und deswegen teile ich das auf. Heute steht der vierte Segeltag an und heute ist leider sehr, sehr wenig Wind vorhergesagt, beziehungsweise gar kein Wind. Das heißt, mal schauen, was heute so passiert. Wir schlafen, also die anderen schlafen heute auch aus, also die können ein bisschen länger schlafen. Wir wollen so gegen 9 Uhr loskommen. Und mal gucken. Ich glaube, ich springe gleich nochmal ins Wasser. Mich hat es auf jeden Fall bisher richtig gefreut und hat richtig Spaß gemacht, euch auch so ein bisschen mitzunehmen. Wenn euch das auch gefallen hat, dann wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da und ein Abo und schreibt einen lieben Kommentar. Würde mich sehr unterstützen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ciao!